Hallo und herzlich willkommen zu Klasse Nachrichten von den Schülern der IGS Mayfeld. Mein Name ist Lena Heinz und ich führe Sie heute durch die Sendung. Unser erstes Thema heute wird das Coronavirus sein. Nach insgesamt 22 betroffenen Fällen in Rheinland-Pfalz hat das Coronavirus auch Auswirkungen auf die Abiturienten. Grundsätzlich sollen alle mündlichen Abiturprüfungen wie geplant stattfinden. Sollten Schulen zum angesetzten Zeitpunkt aber geschlossen sein, muss laut der ADD das Gesundheitsamt gemeinsam mit der Schulleitung andere mögliche Orte für die vorgesehenen Prüfungen finden. Falls dies nicht möglich ist, werden die Prüfungen verschoben. In diesem Zusammenhang appelliert das Bildungsministerium an alle Hochschulen im Land, den betroffenen Schülern daraus keinerlei Nachteile entstehen zu lassen. Viele Pendler warteten heute Morgen vergeblich auf den Bus. Rund 200 Busfahrer, privater Busunternehmer, haben heute an mehreren Standorten in Rheinland-Pfalz gestreikt. Verdi hatte den Streik einen Tag zuvor angekündigt. Die Gewerkschaft fordert für die rund 9000 Beschäftigten unter anderem eine Durchbezahlung der Dienste, ein 13. Monatsgehalt, mehr Urlaubsgeld und höhere Zuschläge. Neben den privaten Busunternehmen betreffen die Verhandlungen auch Speditionen, Logistikunternehmen sowie Postdienstleister. Heute Morgen kam es auf der A1 bei Bernkastel-Wittlich zu einem Unfall, bei dem ein Schweinetransport von der Straße abkam und daraufhin umkippte. Bei dem Unfall starben ca. 130 Schweine, manche infolge des Unfalls und manche mussten aufgrund ihrer Verletzungen vor Ort getötet werden. 65 Schweine überlebten und wurden danach beim Schlachthof abgeliefert. Der 50 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Die A1 musste in Fahrtrichtung Koblenz bis 19 Uhr gesperrt werden. Die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen zogen sich bis in den Abend, da bei dem Unfall mehr als 100 Liter Diesel aus dem Transporter ausliefen. Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher unklar. Was machen Sie eigentlich mit Ihren alten Klamotten? Vermutlich landen sie wie bei vielen anderen auch im Kleidercontainer. Dazu haben sich Modedesign-Studenten aus Trier ein cooles Projekt ausgedacht. Sie nähen aus ausgemisteten T-Shirts neue Kleidung. Aus kaputten Klamotten wird moderne Mode. Das Hemd hat Jennifer Fach vor dem Textilschredder gerettet. Sie schneidert daraus zusammen mit Resten eines Rockes eine Weste. Denn sonst wäre ihr Kleid zu transparent, es war vorher eine Gardine. Dass Jennifer Fach Nachhaltigkeit bei Mode einmal so wichtig sein würde, hätte sie zu Beginn ihres Studiums nicht gedacht. Gerade durch so Sachen wie den Klimawandel und die ganzen Themen, die Jugend heute auch beschäftigen und uns auch beschäftigen, kam es da, glaube ich, zu so einem Umdenken, dass wir halt gesagt haben, gerade wir als zukünftige Designer, wir haben ja auch einen Beitrag zu leisten und wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung, weil das, was wir später entwerfen, was wir später produzieren, wird ja auch von den Leuten gekauft. Ein solches Umdenken beobachtet Dirk Wolfes in der gesamten Modebranche. Der Modedesign-Professor lehrt an der Hochschule Nachhaltigkeit in einem eigenen Seminar. Mehr als die Hälfte der Kunden, sagt er, verlangen inzwischen nach fair produzierter Kleidung, die auch lange tragbar ist. Die Entwicklung zu immer billigerer Mode in schlechter Qualität stoße zunehmend auf Kritik. Wenn wir in Zahlen ausgedrückt uns mal versuchen vorzustellen, dass wir ungefähr jede Sekunde einen LKW voll alter Kleidung wegschmeißen in Deutschland, dann wird einem klar, vielleicht, wie groß das Problem eigentlich ist. An der Hochschule Trier zeigen die Studentinnen, dass nachhaltig nicht unbedingt teurer sein muss. Die Strickgarne sind liegen gebliebene Restposten. Die Hersteller hätten sie weggeworfen. Die Stoffe sind alte Kleidungsstücke, die der Trierer Umsonstladen als nicht mehr tragbar aussortiert hat. Aus dem Müll entsteht nun Mode. Ganz einfach ist das nicht. Die Studentinnen müssen das verwerten, was da ist und können nicht so frei entwerfen wie sonst. Ich möchte gerne, dass es hochwertig aussieht, dass es eben nicht aussieht, als ob man einfach nur eine Hose geflickt hätte und dass es wirklich was völlig Neues ist. Aber ich finde es okay, wenn es an manchen Stellen, dass man überlegt, das könnte eigentlich mal was anderes gewesen sein. Beispielsweise, dass wenn man ein Polohemd verarbeitet, dass man eben noch das kleine Emblem, was auf den meisten Polohemden drauf ist, dass man das eben am Ende noch sieht. Alte Gardinen, ausgemistete T-Shirts, löchrige Bettlaken, all das können die Studentinnen noch verwerten und selbst aus einem altbackenen Muster wird, zerschnitten und neu angeordnet, wieder ein hippes Hemd. Bei uns im Studio zu Gast haben wir jetzt
Yvonne Köhler. Sie ist als Lehrerin an der EGS Maifeld für Kommunikation und Medien zuständig. Hallo. Hallo. Was hat die EGS Maifeld bis jetzt unternommen, um Nachhaltigkeit zu fördern? Die EGS Maifeld hat die Schüler mit in die Verantwortung genommen. In den großen Pausen machen sie Pausenhofdienste und räumen die Flure auf. Wir haben auch Mülltrennung im Klassenraum. Das heißt, es gibt 3 verschiedene Mülltonnen, in die die Schüler ihren Müll einsortieren sollen. Gibt es noch weitere Projekte an der EGS Maifeld? Ja, wir haben zum Beispiel jetzt gerade den ersten Platz beim Planspiel Börse im Projekt Nachhaltigkeit gewonnen. Wir haben die 3-pro-Tag-Aktion, das heißt, die Schüler der Klassen 5 und 6 haben immer einen Tag, an dem sie 3 Stücke Müll aufheben sollen. Erstmal sind unsere anderen Projekte. Hat die EGS Maifeld hinsichtlich Nachhaltigkeit noch Pläne oder Wünsche für die Zukunft? Ja, wir haben jetzt ein Bienenprojekt gestartet. Das ist natürlich was ganz Tolles, denn Bienen sind bedroht und auch im Bereich Umweltschutz sind die sehr wichtig. Wir wünschen uns alle, dass die Schüler und auch die Lehrkräfte den Müll weiter vermindern und ordentlich trennen. Vielen Dank. Heute fand im offenen Kanal in Mainz die Frühlingsausgabe des Workshops Klasse Nachrichten statt. Ob Moderation, Redaktion, Maske oder Kamera. Die Schülerinnen und Schüler der IGS Maifeld aus Polsch übernahmen alle Aufgaben selbst. Betreut von SWR-Profis schauten sie hinter die Kulissen eines Fernsehsenders und erlebten, wie Fernsehen gemacht wird. Am Ende haben sie eine komplette Nachrichtensendung nach dem Vorbild von SWR Aktuell Rheinland-Pfalz selbst produziert. Zum Schluss berichten wir noch über das aktuelle Wetter. In der Nacht ziehen dichte Wolkenfelder mit Regen vorüber. Die Luft kühlt ab auf 7 bis 2 Grad. Morgen ziehen kompakte Wolken mit einzelnen Schauern auf. Zwischendurch scheint aber immer wieder die Sonne. Die Höchstwerte liegen am Nachmittag bei 6 Grad in der Hohen Eifel bis 12 Grad am Oberrhein. Am Dienstag wird es regnerisch und windig mit starken bis stürmischen Böen. Dabei bleibt es mit Temperaturen von bis zu 13 Grad mild. Am Mittwoch bleibt es unverändert, nur die Temperaturen steigen etwas. Das war's mit der heutigen Klasse-Nachrichtensendung von der EGS Maifeld in Polsch. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.